unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Wettiger News. Das Zugsunglück in Bad Aibling, wo zwei Züge frontal ineinander hineingefahren sind, auf einer eingleisigen Strecke, die hat 11 Tote gefordert am Dienstag vor einer Woche. Und die Frage stellt sich, wie so etwas passieren könnte. Zeitungen melden jetzt, dass der Fahrdienstleiter schuld sei. Aber wir fragen uns, ob es nicht technisch eigentlich so aussehen müsste, dass immer nur ein Zug in so einem Gleisabschnitt sein kann und eben gar nicht möglich ist, dass ein Zug auf der Gegenrichtung auf dem gleichen Gleis dem entgegenfährt. Weil hier zu Wettigen, zwischen Wettigen und Würrelos, S6 auch einspurig verkehrt, haben wir bei der SBB gefragt, wie das aussehen technisch. Der Verantwortliche hat uns angerufen und hat uns mitgeteilt, dass sie zu aktuellen Umfeld, zumal im Ausland, wo auch der Untersuchungsbericht noch nicht abgeschlossen ist, keine Auskunft erteilen. Er hat aber betont, dass alle Sicherheitsvorschriften, die es vom Bundesamt für Verkehr gäbe, eingehalten werden. Und wir haben beim Bundesamt für Verkehr nachgefragt. Und haben die Antwort bekommen, dass es technische Einschränkungen gäbe, also dass im Normalfall keine zwei Züge in den gleichen Gleisabschnitt fahren können. Aber dass es möglich wäre, dass der Fahrdienstleiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, Ausnahmen macht, aber die Ausnahmen sind an sehr, sehr strenge Bedingungen gebunden. Und das Bundesamt für Verkehr ist überzeugt, dass es eine sehr, sehr hohe Sicherheit gibt im Schienenverkehr auch auf eingleisigen Strecken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal.